Hallöchen, unser Abenteuer mit Biliza geht weiter. Okay. Auf der Suche nach Jirachi, der einen Wunsch erfüllen soll. Wir fahren natürlich fort. Tiefe Sternenhöhle, U1. Und wir sind umzingelt, so wie es aussieht. Aber keine Sorge. Huah. Schluppuck. Nimm das. Oh oh, Biliza muss gehen. Mach ihn schnell kalt. Biliza erreicht Level 11. Ja, Level von Biliza steigt. So, jetzt ist Biliza eingeschlafen. Ja, penn nun mal. So, jetzt bist du endlich wach. Tritt auf Sinnelbeere. Können wir das nicht gegen irgendetwas tauschen, was scheiße ist? Amrena-Beere tauschen wir. So. Und wir haben immer noch Hagel. Aber hier ist es so schön bunt. Oh. Schaut euch das an, wie bunt es hier ist. Streuorb. Ich glaube, ich hätte nach unten gehen sollen. Nein! Ist richtig, hey. Noch ein Streuorb. Was ist das überhaupt? Ein Item, das alle Gegner im Raum an zufälligen Stellen auf der Ebene versetzt. Okay, der ist eigentlich gut gegen Monsterräume. Gegen Pirsifbeere tauschen wir mal. Monsterräume, für die, die das nicht wissen, wenn wir in einen Raum reingehen, kann es sein, dass wir in einen Monsterraum reinlanden. Da tauchen plötzlich überall Digimon. Ich bin immer noch, ja. Egal, tauchen Pokémon plötzlich auf und, ja. Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr ziemlich schnell kaputtgeschlagen. Der Streuopfer pufft sie überall, transportiert sie überall in den Dungeon, dann seid ihr wenigstens halbwegs sicher. Monsterräume sind echt scheiße, die sind meistens der Grund, warum man hier failt. Digimon, ey, ich bin ein Digimon, ich glaub's nicht. Egal. Essen wir noch einen Apfel. Komm, du willst einen Apfel essen, danke. So. Oh, wir machen Geld hier. Geld, Geld. Oh, schön bunte Kristalle. Oh oh, das sieht nach einem großen Raum aus. Aber kein Monsterraum. Puh. Glück gehabt. Was ist da oben? Noch mehr Geld. Schön viel Geld. Und da ist die Treppe. Ach komm. Dann isst du mal noch einen Apfel. Dann verhungerst du nicht. So. Dann nimmst du den auf. Und weiter geht's. Tiefe Sternenhöhle, U3. Ja, komm, hau du uns, Anton. U4. Hypnose? Bist du bescheuert? Kannst du uns doch nicht hypnotisieren. Doch, kann er. Jetzt schlafen beide. Okay, hau ihn kaputt. Gut gemacht. Lunastein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mach du das, mach du das. Ich muss jetzt erstmal eine Sinnelbeere fressen, sonst gehe ich K.O. Wir wollen jetzt noch nicht den Belebersamen verschwenden. Gut gemacht. Ach ja. Was haben wir da? Eine Maronbeere. Ja. Gut, Schneebedeck. So. Tiefe Sternenhöhle. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Boah, das sieht aber geil aus hier. Wie es? Nanu, das sieht wie eine Sackgasse aus. Anscheinend ist das der tiefste Punkt. Dies Teil. Die Tiefen der Sternenhöhle. Wo steckt die Jirachi?
Hehehe. Wer ist da? Wer ist das? Du bist wirklich so leichtgläubig, den ganzen Weg voller Vertrauen hier hinterher zu kommen. Was soll das? Lange nicht gesehen. Um genau zu sein, seit unserem Treffen in Schatzstadt nicht mehr. Was macht ihr denn hier? Der Ort, an dem die Rache in der Sternhöhle leben soll, ist also... Ich dachte, Schneebedeck und ich seien die Einzigen, die mithilfe der Karte wussten, wie man hierher gelangen kann. Warum seid ihr dann hier? Hierachi hat es hier nie gegeben. Was? Oh mein Gott. Die Sternhöhle, Hierachi, das ist alles nur erfunden. Hat es alles nie gegeben, das kannst du mir glauben. Du wurdest hereingelegt, damit du hierher kommst. Von uns, verstehst du? Was? Uns? Meinst du damit von uns? Wir sind eine Räuberbande, man kennt uns als Team Schlingel. Wir legen andere herein und nehmen uns dann, was wir wollen. Wir sind Diebe, üble Lümmel. Verstehst du jetzt? Wir sind die Bösewichte. Und ich bin der Anführer, der großartige Schneebedeck. Neulich hast du vor dem Keklion-Laden standes in Selbstmitleid versunken. Och nein, jetzt sag nicht, der hat das Geld gesehen. Oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden und ich weiß ja sagen, ich hätte das Geld dafür. Och nee, ich hab dir doch gesagt, Biliza, dass das eine Scheißidee war. 7000 Poké-Dollar. In diesem Augenblick haben wir dich beobachtet. Als wir diesen Batzen Geld sahen, das war, als hätte man uns ein Zeichen gegeben. Da kam mir ja spontan eine Idee. Ohne Zweifel gehört das Geld in unsere Taschen. Aber dich dort vor Ort in die Zange zu nehmen, das hätte nur für unnötiges Aufsehen gesorgt. Deswegen haben wir unsere kleine Show gestartet, um dich zu ködern. Das heißt, die Geschichte über die Sternhöhle und Hierarchie ist... komplett erfunden. Ha, genau. Naja, nicht ganz. Als wir die uralte Karte erbeuteten, waren wir ganz schön aufgeregt. Diese Legende über Wünsche, die erfüllt werden, das hätte Reichtum bedeutet. Also waren wir hier, um es herauszufinden. Nur ist hier gar nichts. Eine Sackgasse, mehr nicht. Wie enttäuschend. Nur eine Fälschung, diese Karte, das ist alles. Immer noch erbost kamen wir nach Schatzstadt und da warst du. Ach du Scheiße, ey. Immer dieses assige Verhalten in meinem Let's Play, das kann ich nicht dulden. Pech gehabt. Dein Geld, das nehmen wir. Mach dich bereit. Bosskampf. Okay, erstmal Attacken. Was haben wir? Wir können die Verteidigung steigern und den Angriff verringern. Wir setzen erstmal Einigler ein. Okay. Biliza, hau ihn, K.O. Oder noch besser, ich habe doch ein Item. Ich werfe dem jetzt... Was werfe ich dem? Eine Chaos-Samen entgegen. Los, nimm das! Erwisch es aus? Du Assi. Jetzt muss ich erstmal eine Sinnelbeere fressen. Hey, den solltest du nicht angreifen. Na toll. Okay, noch eine Sinnelbeere. Ist die Scheiße. Los, Biliza. Du musst kämpfen. What the fuck? Was war das denn? Rasierblatt. Scheiße. Ach, hier sind wir auch noch vergiftet. Ja, super. Jetzt hau endlich den kaputt. Hau ihn kaputt. Wir schrecken immer noch zurück. Bist du bescheuert? Ja, der Belebersamen kommt jetzt zum Einsatz. Wir kriegen die immer noch nicht kaputt. Das ist härter als erwartet. Trotz deiner Schwäche lehnst du ab, damit wir auch noch fragen müssen. Nun mach schon und gib uns das Geld. Ja, super. All die Items waren also verschwendet, oder was? Super. Nein, das Geld ist mir wirklich sehr wichtig. Was glaubst du, wer du bist?
Ein wahrer Dickkopf. Hey, zum letzten Mal. Wir nehmen uns mit Gewalt, wenn wir müssen. Jawohl! Wartet! Wow, was geht jetzt ab? Wie, was? Erstens, nicht dem Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Das kommt uns bekannt vor. Die Gilde! Die Knuddelhof-Gilde ist da! Ihr alle! Ihr wagt es nicht, unseren Lehrling anzufassen! Macht euch besser bereit! Was machen wir nun? Gegen die berühmte Knuddelhof-Gilde anzutreten? Wartet, lauf nicht davon! Das sind doch nur billige Gerüchte über den legendären Ruf dieser Gilde. Genau wie das, nachdem ihr hier Jirachi wohnt. Tut es nicht. Hat es nie. Versteht ihr Gerüchte? Ihr lasst euch einschüchtern von dem Gerücht, dass die Knuddelhof-Gilde ungeheuer stark sein soll? Wir machen sie fertig. Zeigt, was ihr drauf habt. Juhu! Alle zusammen. Los geht's! Luffy! Ja, super. Jetzt könnte man eigentlich Items verwenden, aber na gut. Lass die anderen battlen. Oh, das ist Monster Battle. Yeah, macht sie kalt. Kindboom ist down. Boah, macht sie platt hier. Ist sauber. Oh, die, das war ja was. Stark. Weg hier. Denkt mal darüber nach, eure Untaten sein zu lassen. Hey! Geht es dir gut, Bilica? Danke euch allen. Nur weil ihr mir geholfen habt, bin ich noch wohlauf. Aber was macht ihr alle überhaupt hier? Plaudergei hat uns erzählt, wie eigenartig du dich verhalten hast. Plaudergeiheit? Du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Vollkommen abwesend und gemurmelt und eigenartig gegrinst. Und dann hast du plötzlich ein bisschen freie Zeit beantragt. Also habe ich mit dem Gildenmeister gesprochen. Und bin dir zudem heimlich gefolgt, um zu sehen, was du vorhast. Wirklich? Ich sage dir eins. Das habe ich nicht gemacht, weil ich dir nichts zugetraut habe. Nein. Vielmehr habe ich mich grundsätzlich gesorgt. Du hast dich wirklich sehr eigenartig benommen. Du musst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du der Gilde den Rücken kehrst. Das wollte ich selbst überprüfen. Versteh das bitte nicht falsch. Gut ausgedrückt. Sehr gut formuliert, ehrlich. Plaudergei, als du uns allen von Bidiza erzählt hast, du hast dir wirklich Sorgen gemacht. Hey. Psst, still! Und warum wir alle hier sind, zuerst wollten nur der Gildenmeister und ich dir folgen, um dich zu beschützen, Bidiza. Aber zum Schluss wollten alle mitkommen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Als wir hörten, dass du dich sonderbar verhältst, Bidiza, wir konnten das nicht einfach ignorieren. Wir haben dein Training stets streng gestaltet. Aber natürlich sorgen wir uns sehr um dich, Bidiza. Deswegen, Bidiza, sind wir so froh, dass du in Sicherheit bist. Ja, ich bin wirklich froh. Ihr habt das alles nur für mich getan. Aber jetzt habe ich euch allen mal wieder Umstände bereitet. Ich kann wohl einfach nichts richtig machen. Jawohl, ja. Was? Das stimmt aber nicht. Ey, keiner hätte es alleine mit einer Räuberbande aufnehmen können. Hey. Ja, das hättet ihr mir vorher sagen können, bevor ich die ganzen Sindelbeeren und Belebersamen verloren habe. Du bist viel stärker geworden. Du machst dir Sorgen um zu scheitern, aber genau auf diese Art gewinnst du an Stärke. Nicht wahr? Da macht die besten Erkunder erst zu dem, was sie sind. Deswegen sollte einem ein eigenes Scheitern nicht peinlich sein. Gildenmeister, alle miteinander. Ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen, wahrhaft. Es tut mir leid, dass ich euch auf Trab gehalten habe. Von nun an werde ich keine Angst mehr vor dem Scheitern haben. Ich werde mich gedulden und mein Bestes geben. Genau! Diese Räuberbande war aber echt ein bisschen schwach, oder? Hey, das stimmt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das hier ist also die Sternhöhle? Dass sie einfach so aufgeben und nach Hause laufen? Hey! Was? Aber hier ist doch nichts mehr, oder? Alles, was es hier gibt, ist diese Sackgasse. Kein Jirachi, oder? Hey, Bidiza! Schon vergessen? Wir sind ein Erkundungsteam. Richtig. Und wir sollten uns nicht so einfach geschlagen geben. Du.
Lalala. Hm, vielleicht ungefähr hier. Oh, oh. Oh, du Scheiße. Was geht jetzt? Luffy! What the... Ach, der haut so nebenbei ein Loch in die Wand. Da, bitte. Die Wand ist eingestürzt. Jetzt ist dort eine große Öffnung. Also geht die Höhle noch weiter? Alle zusammen, los geht's. Ich wette, dass das seltene Pokémon Jirachi dort auf uns wartet. Denken wir schon mal darüber nach, was wir uns wünschen wollen. Hey, hey. Oh, ja, ich bin so aufgeregt. Alle miteinander? Wartet einen Augenblick. Zu schade, aber wir können nicht alle weitergehen. Was? Warum nicht, Gildenmeister? Diese Erkundung, es ist und bleibt die Erkundung von Bidiza. Was? Meine? Oh, Donnerwetter. Ja, genau. Die von Bidiza. Du hast die Karte erhalten, Bidiza. Und du bist derjenige, der bereits den ganzen Weg bis hierhin gekommen ist. Und deswegen solltest du alleine weitergehen, Bidiza. Oh ja, wenn du es so sagst. So soll es sein. Wir können dich nur bis zu diesem Punkt unterstützen. Der Rest der Höhle gehört dir, Bidiza. Nutze deine Stärke und streng dich an, damit diese Erkundung erfolgreich wird. Gildenmeister, danke vielmals. Jawohl, ja. Bidiza, gib dein Bestes. Aber bitte erzähl uns danach über deine Erkundung, okay? Gib dein Bestes. Ja, ich danke euch so sehr. Okay, dann mal los. Ich bin weg, jawohl, ja. Ich gebe mir Mühe mit der Erkundung, jawohl, ja. Hey, alles gut. Ich wäre so gerne dabei. Du schaffst das schon, Bidiza. Gib dein Bestes. Hey, da geht er. Hey, hey. Übrigens, Gildenmeister. Du warst heute wieder sehr cool, wie immer. Juhu! Findest du? Genau! Die Erkundung Bidiza zu überlassen war eine sehr großzügige Geste, finde ich. Gerade weil Jirachi Wünsche erfüllt, nicht wahr? Dabei hättest du dir so viele perfekte Äpfel wünschen können, wie du essen kannst. Oh! Selbstverständlich! Der Gildenmeister ist so edel und bescheiden. Persönlichkeit und Präsenz. Eine unwiderstehliche Ausstrahlung natürlicher Autorität. Wir können alle froh sein, Lehrling in seiner Gilde sein zu dürfen. Hey! Auch ich kam wegen meiner Begeisterung für den Gildenmeister zur Gilde. Alle mal hier hören. Der beste Schüler des wunderbaren Gildenmeisters. Das bin ich. Nur damit ihr das nicht vergesst. Oh oh. Ich gehe jetzt. Hey! Alle den Gildenmeister aufhalten! Gildenmeister, das geht nicht. Oh weia, der Gildenmeister wehrt sich. Wow, es ist so stark. Oh, wir müssen ihn aufhalten, alle miteinander, was auch passiert. Aber der Gildenmeister ist so cool, so abgeklärt, spitze. Ja, wenn es ums perfekte Äpfel geht, dann kann man ihn nicht aufhalten. So, Sternhöhle, Tiefe. Hier setze ich dann einen Safe State und wir machen dann im nächsten Part weiter.